Sattle. Moin Moin und herzlich willkommen hier und zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Warzug-Mod. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, was machen wir heute? Wir müssen heute schon mal wieder ein bisschen von den Kongil Metal, ich sag jetzt einfach Feuerbälle, ja? Ich sag einfach hier von den Feuerbällen herstellen. Dafür brauchen wir hier geschmiedeten Titan und Brass, also Kupfer, Schrott, was weiß ich. Ne? So gut ist man eigentlich nicht. Auf jeden Fall, die beiden brauchen wir. Da hatten wir ja noch jede Menge hiervon, glaube ich. Die hatten wir hier hingelegt, ne? Genau, guck hier. So. Upp. Und so. Upp. Vielleicht können wir noch ein bisschen Titan hier irgendwo machen. Hier leider nicht. Hier vielleicht. Titanium, wie viel können wir noch machen? 2700. Gekauft, würde ich sagen. Ne? Weil ich habe gesehen, wir haben oben auch noch 2700 Eisen rumliegen. Das Eisen sage ich schon, Stahl. Das heißt, wir könnten hier echt gut Feuerbälle machen, um dann alles aufzuwerten. So, das sollte dann reichen. Als nächstes müssen wir heute erstmal noch ein bisschen Holz sammeln. Sehr clever. Vielleicht sollten wir da irgendwie ein Geländer hinmachen oder so. Aber da habe ich gepennt. Wenn wir hier jetzt ein Geländer hinmachen, dann haben wir nur noch eins breit. Das wäre ein bisschen bescheuert. Zwei breit muss schon sein. Hätte dann drei sein müssen, ne? Aber ist nicht so schlimm. So. Als nächstes wollen wir ein bisschen Holz sammeln, denn ich möchte heute mit dir schon mal... Wie haben wir überhaupt noch? 1200. Guck, das ist nicht mehr viel. Mit dir schon mal den Gang hier weiterbauen, dann hier irgendwie so unsere Felder anlegen, so wie sie sein sollen. Und dann müssen wir gucken, wie weit wir hier noch gehen müssen, wo wir unseren... Hier unseren, Hubschrauberlandeplatz bauen wollen, ne? Das müssen wir machen. Aber als erstes lesen wir natürlich wie immer deine Kommentare vor, ja? Da steht als erstes die liebe Chrysalis. Hallo, bin neu hier und schaue gerne deine Videos und freue mich jedes Mal, wenn ein neues Video erscheint. Na dann, herzlich willkommen bei den Innauten. Vielen, vielen lieben Dank. Schön, das Neue hier finden. Und ja, ich hoffe, es macht dir Spaß, ne? Danke, danke, danke. So, da hat der liebe Dominik geschrieben mit, das hat leider nichts hiermit zu tun. Ja, aber fühl dich gegrüßt, Dominik. Ich weiß, das schreibst du immer und immer und immer wieder. Aber nee, das kann ich dir nicht vorlesen. So, dann haben wir den Andi 81. Welchen Schwierigkeitsgrad spielst du? Erstmal Hallöchen, Andi. Wir spielen hier auf Krieger. Also Durchschnitt. Nicht super hart, ja. Die leichteste Schwierigkeitsstufe ist mir mittlerweile zu langweilig. Da muss ja direkt alles so wegklatschen und insane, also die höchste Schwierigkeitsstufe ist mir persönlich dann schon zu schwierig, sage ich jetzt mal, ja. Weil mittlerweile kennt ihr hier meinen Spielstil, ne? Die Rambo-Manier, da kommst du auf insane dann nicht weit mit. Da geht's immer nur bufftot, bufftot und dann habe ich persönlich keine Lust mehr daran. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? So, dann schreibt der liebe Rolf wieder. Hallöchen Rolf, der Rocket Launcher ist mit Vorsicht zu genießen. Die Raketenwirkung ist fürchterlich. Lieber Rolf, ich habe auch nicht vor, den zu bauen. Ede und Raketen sind eine gefährliche Mischung. Dann sieht es hier demnächst aus wie auf der Mondlandschaft. So, dann unten nochmal Sascha Schnitzler. Nochmal vielen lieben Dank für deine Hilfe. Kein Problem, Sascha, kein Problem. Gerne. So, der Sascha hatte nämlich das Problem, dass bei ihm in den Gebäuden keine Zombies mehr gespawnt sind, ja? Die waren alle komplett leer. Keine Zombies mehr in den Gebäuden beim Sascha. Ja, hier bei der Warzug-Mod. Dafür haben wir eine super, super Anleitung im Discord unter 7 Days to Die. Also, Link zum Discord ist auch in der Beschreibung. Kannst du gerne joinen, wenn du möchtest, ja? Ja, da kommt Elke, Sekunde. So. Da haben wir eine mega Anleitung vom lieben Gravu, die Schritt für Schritt genau beschreibt, was man machen sollte, wenn keine Zombies mehr hier in dem Game spawnen, ja? Also in der Mod. Alternativ kann ich dir empfehlen, wenn du nicht ins Discord möchtest. Ich hatte das Problem auch schon. Bei mir hat es auch gereicht oder hat es auch geholfen, einfach das Safe Game zu nehmen, eine Sicherungskopie zu machen, irgendwo anders hin zu kopieren, ja? Und dann die gesamte Mod zu deinstallieren und nochmal neu zu installieren. Und dann einfach wieder das Safe-Game in den Safe-Ordner packen. Und schwupp, waren auch wieder Zombies da. Ja? Das ist dann die Alternative, wenn man nicht ins Discord möchte. Ist ja immer freiwillige Basis, da wird ja niemand zu gezwungen hier. Ne? So. 110 Holz aus einem... Alter, ist klar.
Ist klar. So, wie viel haben wir jetzt wieder? 5000. Wilma, was ist los? Gespaltene Persönlichkeit. Nee. So. Rauf hier. Ist die schon wieder fast kaputt? Wir schießen eindeutig zu viel, würde ich sagen. So, das heißt, wir können jetzt nochmal 100 Frames schon mal machen. Immer so 250. Na toll, jetzt kommt auch noch Nebel hier. Boah, damit ich ja nichts sehe, weißt du? Macht der extra. So, gucken wir mal, wo wir sind. Und dann wird das lustig hier. Und dann wird das lustig hier. So. Da sind wir doch richtig hier. Guck. Da geht's lang. So, jetzt müssen wir das natürlich hier wieder weitermachen. Wollen wir das hier erstmal machen? Ich würde sagen, bevor wir... Geht da noch einer hin? Sicher ist sicher, glaube ich. Machen wir lieber mal so. Bevor wir, wollten wir das überhaupt hinmachen? Wollten wir das hier hinmachen? Wollten wir das da hinmachen? Das ist mir ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Es ist schön, dass man jetzt mal wieder überhaupt null, nichts, nada, niente sieht, ne? Wir müssen mal gucken, wie groß wir das Ding machen, weil der Blackhawk-Hubschrauber, der ist natürlich eine ganze Ecke größer, ne? Vielleicht sollten wir hier erstmal die Berge ein bisschen flach machen. So. Designen wir unseren Hubschrauber-Landeplatz. So, wie wir ihn gern hätten. Hier nochmal den Hügel abtragen. Weg mit dem Zeug. So. Könnte man hier hinmachen und da dann vielleicht nur einen Pfeiler so, ne? Sollen wir das? Ich weiß nicht. Ich hätte den schon gerne. Machen wir mal so, dass das hier ein Pfeiler ist. Wir müssen gucken, auf welcher Höhe wir hier sind. Ich habe keine Ahnung. Das machen wir jetzt mal. Wir können die ja alle wieder einsammeln, ne? Das ist ja... Kein Problem. Ja, Droni muss jetzt natürlich da rumfliegen. E3PO, ne? Du fehlst da noch. Hallo, geh weg da. Komm her. Alter, das ist dann der Nachteil an dem Ding, ne? Es nervt. Der steht dir nur im Weg rum. So. So, die Höhe bräuchten wir. Dürfte ich bitte? Könnte man eigentlich schon so lassen, ne? Weil so gigantomanische brauchen wir ja gar nicht. Upp. Ja, genau. So, nochmal. Nochmal. Jetzt hol den mal hier rüber. Dass die auf jeden Fall schon mal miteinander verbunden sind hier. Okay, Hilfe! So. So. Und dann könnte man von hier aus einfach darüber gehen. Dann könnte der hier so längs buff drauf landen. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Direkt da, aber Füße maximal. Jetzt reicht's erstmal. Komm mal her. So. With pleasure. Bleib hier. Ja, with pleasure, genau. Du blödes Kackvieh. Manchmal, ey. So, und das hier fest. Dann könnten wir das nämlich hier rüber machen. Dann wird das hier natürlich sehr hoch, aber das sollten wir hinkriegen. Während unsere Metallbälle da hinten, unsere Feuerbälle, durchgehen. Und wenn das jetzt hier so wäre, ne? Hier so ungefähr müsste das sein. Ist natürlich sehr hoch und zu weit hier. Aber was soll's?
Müsste auf jeden Fall passen. Alter, wo hüpfen wir hier rum? Wir machen hier Wahnsinnssachen, ne? Muss ich mal sagen. Aber okay. So. Und so. Die brauchen dann halt nur Viererbeine, ne? Das wäre dann... Ja, das würde passen. Ich glaube, hier so ungefähr, ne? Oder? Na, da sind wir immer noch eins daneben. Dann machen wir die mal wieder weg. Gehen wir hier hin. Junge, wie hoch ist das dann? Puh. Alter. Das war sehr clever. Ede. Wir brauchen einen Hilfsbalken hier. Oh, ein Hilfs, Alter. So, so wäre das jetzt zu, ne? Also, hier drauf kann dann der Hubschrauber landen, ja. Aber das hier gefällt mir halt überhaupt nicht. Das muss definitiv noch mit mehr Pfeilern gemacht werden. Sollten hier doch mal Zombies hinkommen und einen weghauen, dann kracht hier alles zusammen. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Wenn wir hier jetzt noch so in die Mitte einen machen, so ungefähr. Ah, die so gerne rumhauen, ne? An den Pfeilern. So, wie sieht's da aus? Einer, da ist einer, da haben wir einen fetten Vierer. Da könnten wir noch gucken. Könnte hier vorne dann nochmal so zugemacht werden. So, jetzt bräuchten wir noch einen hier in der Mitte ungefähr. Sagen wir mal so hier. Sehr gut. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest. Und der ganze Kack, der muss dann auch noch natürlich alles auf Holz aufgewertet werden. Und dann Pflastersteine und Beton, ne? Dann ist ja klar. So, dann müssen wir noch gucken, wie wir das hier machen. Dann könnten wir hier nämlich auch noch irgendwie so ein Geländer drumherum machen. Ich hoffe, die Zombies lassen das in Ruhe. Wir lassen das erstmal als Rohbau hier stehen. Groß genug zum Landen ist es auch. Eigentlich müssten wir noch irgendwie so ein Haar hier reinmachen. Für den Hubschrauber. Aber das ist ja jetzt erstmal so die Planung, ne? Das ist jetzt noch nicht der fertige Hubschrauberlandeplatz. So. Oh Junge, brauchen wir Blöcke hier. Brauchen wir Blöcke? Krass. Aber okay. So, und das muss natürlich auch noch breiter werden hier, ne? Da muss noch ein bisschen dran, hier muss noch ein bisschen dran, damit wir... So und so, ne? Ja, zwei mindestens hier. Damit wir unseren Weg haben. Weil über den Einzelnen, da will ich nicht laufen. Wir können mal wieder 150 neu machen. Holz gleich wieder komplett die weg. Machst du gut, Ede. So, aber wir brauchen unseren Weg nach Hause. Das muss sein. Hier hin. Na, guck mal, hier wird es jetzt schon nicht mehr so gefährlich. So. Hier ist schon alles kaputt. Da, die ganzen Rahmen, die sind schon angedötscht. Das war, glaube ich, da, wo ich das Thumbnail gemacht habe mit dem Juggernaut. Den habe ich hier hingestellt. So, gucken wir mal. Ah, guck da. Überall hier. 84, 60... 84, schmeiß mich weg, die habe ich neu gestellt. Okay, dann hätten wir hier auf jeden Fall so einen Weg.
So, was wir jetzt noch brauchen, ist dann eins tiefer hier, ja. Brauchen wir noch den Boden. Die Frage ist jetzt, wie lang machen wir das, ne? Ich glaube, da müssen wir hier dann auch noch ein bisschen Platz machen wieder, siehst du. Aber das wird nur hier sein. So. Hier hin, hier hin, dahin, dorthin, überall hin. Da bitte nicht hin, da auch nicht hin, aber hier. Und dann natürlich noch ein bisschen breiter. Ich hätte gerne so 5 breit mindestens. Und beim 6. kannst du dann wieder einen drauf machen. So. Aber hier bräuchten wir dann auch schon wieder Pfeiler. So, hier kommen jetzt unsere... Sehr gut, da kommt jetzt unser Essen rein. Was wir dann brauchen. Heute mal eine andere Baufolge dann, wie du siehst. Bis da hinten hin? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das sollte eigentlich erstmal bis hierhin so reichen. Die hier noch mitnehmen, da wird es schon... Uiuiui. So. Und dann können wir hier jetzt noch einen drunter machen. Hallo? Ja. So. Zack, hier brauchen wir jetzt natürlich noch das hoch, ne? Aber dann machen wir erstmal das hier zu. Schon wieder nur noch 117. Alter, wie schnell gehen die weg, bitteschön? Die gehen weg wie warme Semmeln hier, muss man sagen. So. Unser eigenes Haus hier, das ist immer noch, ne? Das sieht aus, ey. Da müssen wir auch mal wieder was dran tun, aber... Tja. Die liebe Horde, die liebe Horde. Und ist es wieder verdammt ruhig hier übrigens. Was ich auch noch total vergessen habe, ne? Was ich noch sagen muss. Bei der letzten Folge, wo ich mich so gelobt habe. Ha! Das ganze Parkhaus ausgeräumt, ne? Ohne dass einer wach gemacht wurde. Ja, kein Problem. Man sollte dann natürlich auch die Zombie-KI wieder einstellen und nicht sie auslassen. Ja, ich war mir sicher, ich habe sie wieder eingestellt, aber anscheinend nicht. So, weil danach, ne? Als ich das dann... Als ich auf dem Nachhauseweg war, dann standen die alle nur so in der Gegend rum und keiner wollte dich angreifen, weißt du? Dachte ich mir so, Als du drauf gedrückt hast, kamen sie, wie die Fliegen aus allen Knopflöchern. Natürlich ein bisschen doof, aber gut, so ist es jetzt. So, da kommen unsere Props rein. Wir haben 3 Stück. Wir holen uns mal gerade ein bisschen Beton und so. Wir haben ja hier noch 3 da, ne? Dann können wir mal gucken. Die müssten eigentlich auch fertig sein hier, oder? Nö, die brauchen noch ein bisschen. Aber das macht nichts. Dann lass die da durchsauseln. So, wir brauchen hier. Wir brauchen hier. Davon haben wir echt genug. Das ist super. Und Essen war oben. Wir müssen mal gucken, was wir für das Dingens brauchen hier. Wir wollten ja Steak mit Kartoffeln. Was super easy ist, Steak mit Kartoffeln. Das heißt, Tierfett und Wildbret kriegen wir überall her, wenn wir Tiere killen. Wir müssen Kartoffeln und Pilze anbauen. Also dafür reicht das auf jeden Fall. Dann lass mal gucken. Samen haben wir hier. Wir haben ja nur 3 Stück da. Wir haben einen Kartoffelsalam. Kartoffelsalam, alles klar. Kartoffelsamen. Kartoffelsalat wollte ich sagen, ne? Mhm. Ah, ja, das wäre jetzt lecker. Und warum sind hier alles Dosen bei den, ist ja Samendosen, alles klar. Hab nichts gesagt. Passt auch noch genau, 3 Stück. Super. So, dann machen wir die hier schon mal fest. Jawohl. Und jetzt können wir die 3 hier nehmen. Schon mal hier hinpflanzen. Dann passt das nämlich ganz genau, wie man sieht. Wir können jetzt einfach hingehen. So, rein da. Die beiden hier rein da und rein da. Wunderbärchen, würde ich sagen. Wunderbärchen. So. Gucken wir mal.
Der Boden hier muss natürlich als erstes gemacht werden, weil du da nicht mehr drankommst dann. Und ich habe keine Lust, hier unten drunter rumzuhüpfen. So. Würde sagen, das reicht erstmal. Jetzt könnten wir nämlich mal hingehen und gucken. Der Kleine passt hier ohne Probleme hin, würde ich sagen. So. Jetzt will er nicht mehr hier stehen, warum auch immer. Perfekt, oder? Schicker Hubschrauber-Landeplatz. Gefällt mir. Machen wir mal direkt ein Thumbnail. Bing, bing, bing. Super. So muss das sein. Ha, geil. Sehr schön, da haben wir das hier schon mal so. Guck, da haben wir den Hubschrauber-Landeplatz. Wir können hier rüber ab in unsere Base laufen. Hier wird das Essen gemacht. Unter die Erde kommt dann natürlich noch der Aufzug. Ne, da müssen wir gucken, was für eine Garage wir da reinmachen. Wenn wir so viele Fahrzeuge hier haben, wenn wir die nach und nach alle bauen wollen. Wäre eine Überlegung wert, ne? Jetzt wächst da schon mal was. Wir könnten ja auch schon mehr machen. So, wie lange brauchen die denn noch? 23 Minuten. Oh. 23 Minuten. Das ist mir ein bisschen lang. Dann gehen wir jetzt einfach noch ein bisschen Rabatz machen. So. Machen wir noch eine Aufgabe vom Trader oder so. Die müssen wir auch noch auf 5 kriegen. Da fehlt überall was. Ach, der Ede. Ach, der Ede. So, auf geht's. Vielleicht können wir hier auch Gas geben. Da wollte ich eigentlich nicht runter. Aber okay. Hallo? Gib Gummi! So, ich muss übrigens noch weiter runter scrollen. Zu den nächsten Antworten fällt mir gerade, ne? Ein. So. Machen wir das mal fix hier. Fahren hier runter. Da haben wir noch Oliver Steuer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Übrigens gilt für alle Namen, wenn ich die verkehrt ausspreche, bitte Bescheid sagen, ja? Ich freue mich jeden Morgen darauf, die aktuelle Folge zu sehen, wenn ich von der Arbeit komme. Das Dirtbag kann ich nur empfehlen. Erstens sauschnell und zweitens, du kommst überall damit hin. Super Folge. Okay, dann müssen wir wohl mal das Dirtbag bauen. Und danke, Oliver. Danke. Schön, dass ich dir so eine Freude bereiten kann. Die Karte schreibt, einen schönen Mann entstellt nichts, nicht mal müde Augen. Okay. Natürlich nur ein Späßchen, ne? So. Die schaut auch sehr gern ohne Facecam. Ja, die müssen wir demnächst mal wieder anmachen. Kein Problem. Der Lord Valdimort schreibt wieder: Hallo Ede, Zombieland ist eher eine Komödie als ein Splatterfilm. So, ich stehe bei Filmen und Serien so auf Horrorfilme, Zombie-Vampire und Fantasyfilme. Star Wars gehört aber genauso wie The Witcher oder Rick and Morty. Zu meinen Favoriten in Sachen Games sind es ja Simulationen wie OMSI 2, Lotus, die LS-Serie und so weiter. Jo. Macht auch sehr viel Spaß, diese Spiele, weil die gebe ich dir recht. Ja, gebe ich dir recht. Aber sowas spielen wir dann eher im Stream auf Twitch. Ist übrigens auch ein Link in der Beschreibung, ja. Wenn dich das nicht stört, kannst du da einfach mal draufklicken, Follow da lassen. Ist vollkommen kostenlos. Kriegst eine Benachrichtigung, wenn wir da streamen. Und würde mich freuen, dich dann auch begrüßen zu dürfen. So, Alter, jetzt muss aber ganz schön nachladen, was? So, unsere Freunde stehen da wieder. Bleiben nur noch 3 Stück hier. Einmal der Rinaldo wieder. Vielleicht kannst du ja Gitter machen, damit die Raketen dich nicht treffen. Das könnten wir mal ausprobieren. Lieber Rinaldo, vielen Dank dafür. Hello Mike schreibt Update 7.3 Alpha 20.3 B3. Das ist die neueste Version des Mods. Okay, ich glaube, ich habe hier noch die Version 7.0. Müssten wir mal gucken. Aber ich habe Angst, dass dann wieder nichts mehr funktioniert. Deswegen bin ich eher so, Und der Andreas schreibt noch, ich bin auch eher an die Sodi-Fraktion. Sci-Fi, Zombie-Filme mag ich überhaupt nicht. Kann ich vollkommen verstehen, Andreas. Ich auch nicht. Das Bauen war das, was mich an 7 Days to Die am meisten angesprochen hat. Mein großes Ziel ist es, eine Basis zu bauen, die eine ganze Horde wegschnitzelt, ohne dass ich auch nur einen Finger rühren muss. Das wäre ein Traum, Andreas. Das wäre ein Traum. Klappt zwar schon teilweise ganz gut, aber braucht auch einiges an Ressourcen. Was ich schade finde, ist, dass es keinen Vorteil gibt, wenn man eine Basis hat. Ich habe schon einige Straßenhorden gemacht und die sind einfacher, als wenn ich die Zombies in einer Base bekämpfe. Die meisten Zombies kann ich davonlaufen und wenn zum Beispiel ein Demolisher explodiert, dann stopfe ich nachher der Horde einfach das Loch mit Erde. Okay. Also ich persönlich halte nichts von Straßenhorden, die mag ich nicht. Aber ist natürlich
jedem so, wie er mag, überlassen, ne? Ihr kommt genau richtig, dann gibt's wieder schön... Zip. Verrottetes Fleisch für die Nächsten hier. Alter, was ist denn da drin los? Nee, nee, nee. Tierfett gibt's auch, okay. Gut zu wissen. Ja. Dino einsammeln hier. Wie die aussehen, ey. Wie die aussehen. Ja. Wir brennen! So. Dankeschön. Dankeschön. Immer her damit, würde ich sagen, ne? Sag mal, bin ich ein Hund oder was? Nee, wir machen mal beseitige Zombies hier. You're the man. You're the man. Oh ja, I am the man. Hat der denn vielleicht noch irgendwas Schönes hier, was wir gebrauchen könnten? Wir könnten schon mal gucken, ob der irgendwie, Dingensbummeskirchens hier hat. So, Dingens halt, ne? Wie heißt es? Meine Güte. Panzerbrechende Munition, so. Schlimm. Edisbirne. Ah, ein Vierer, wir haben ja einen Sechser, ne? Das haben wir auf Seite getan. Ich habe alle Waffen auf Seite getan, außer halt die Shotgun. HD-Chainsaw. 21.000. Nee. Thanks anyways. Ja. Thanks anyways. Ich weiß, was wir jetzt machen. Auch wenn wir hier die Quest angenommen haben. Wir machen jetzt mal Folgendes. Und fahren nach Messinghausen hier hinten. Das ist ja ein bisschen... Auch wenn wir einen Hubschrauber da oben stehen haben. Wir fahren jetzt mal mit dem Moped nach Messingtown. Die anderthalb Kilometer, die kriegen wir locker hin. Benzin haben wir noch mehr als genug da, ne? Jo. So, die 4 passt. Dann können wir da nämlich Messing sammeln und dann können wir mal gucken, wo wir Nitrat und so weiter herkriegen. Und Kohle vor allem. Weil wir wollen ja noch, wir müssen Schießpulver machen, damit wir die panzerbrechende Munition herstellen können. So. Zumindest schon mal etwas für die nächsten Horden, bis wir dann genug Munition haben, um die Munition für unsere richtig guten Waffen herzustellen, ne? Und ich glaube, wir brauchen Schießpulver auch für die Granaten. Die waren ja ganz gut. Das wäre natürlich auch noch eine Idee, wenn wir jetzt nochmal beim Demolisher sterben sollten, könnten wir eigentlich nur noch mit Granaten arbeiten und alles zumachen da oben. Auch das Loch in der Mitte, wo wir runterschießen. Dann machen wir nur so kleine Luken, wo wir immer gerade die Klappe aufmachen, ein paar Granaten runterwerfen, eine zünden, auch runterwerfen und dann warten, dass es explodiert. Dass wir die Waffen nur noch für hier bräuchten. Zum Ballern und gar nicht mehr in der Hordennacht. Könnte man auch mal ausprobieren. Wäre eigentlich eine gute Idee. Oh, aua, 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 geh weg. Ich hasse verstrahlten Kacke. Steht ein Undertaker in der Gegend rum. Das ist Kohle. Das ist schon mal gut. Können wir uns merken. Da liegt ein toter Geier auf dem Boden. Warum auch immer. Alter. Hallo Hühnchen. Aber suchen wir erstmal Messing hier. Das brauchen wir, um die Basis aufzuwerten. Und wir müssen die so oder so noch ein bisschen, bisschen vorher ausdünnen. Mit Zaun und so weiter, ne? Hatten wir ja gesagt. So. Da, 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 da. Gleich sind wir da. Aha, sehr gut. Ha! Guck mal! Wir brauchen Nitrat, habe ich gesagt. Kommt der Vogel jetzt erst da hinten? Perfekt. So, Wegpunkt speichern. Bitteschön. Nitratmine nenne ich das jetzt einfach. Zack. Halt einen Rand und lass mich in Ruhe. Wir wollen eine Spinne, die sich da am Baum rubbelt. Igitt. So, nehmen wir das mal mit. Wer ist das? Ach, das ist der wieder der Dingensfuzzi da, ne? Jo, das war, glaube ich, der... Mit der Kettensäge hier. Komm
Kommen wir da vielleicht so hoch? Kommen wir, nice. Ah. So, wo seid ihr, Leute? Kein Mensch hier? Tatsache. Tatsache. Sehr schön. Gucken, was wir noch finden. Ein Dietrich. Was ist das? Verursacht 20% mehr Schaden am Eigentum in einem gesicherten Gebiet. Okay, das interessiert uns jetzt nicht so. Das ist dann einfach nur, um das Ganze fertig zu kriegen. Komm, ich helfe dir. Oh, wie ich durchschieße. Wie ich durchschieße. Eigentlich wollten wir ja Fässer mit Messing sammeln und so, ne? Aber nö. Keine Fässer hier. So, das Haus haben wir. Gucken wir mal hier. Guck, die Fässer wurden, glaube ich, gemeint, ne? Siehst du hier. Brasswire. Da kriegt man viel raus. Aha. Tschüss. Das ist noch eins. Da ist sogar auch immer Schießpulver drin. Das ist gut. Das war eine super Idee. Ruhe. Bin beschäftigt hier. Mensch. Mal gucken, wie viel Brasswire wir da rauskriegen. Da bin ich mal gespannt. So, den können wir noch zerlegen hier. Dankeschön, das ist schon wieder so ein Pinöpel. Das ist bestimmt auch wieder, um den respawnen zu lassen, ne? Ah. Guck, da ist wieder eins. Ist voll krass, wie viel das bringt. Elke! Und Herr Kaiser. Alter. Geht's noch? Ich wollte gerade sagen. Wo kommt denn jetzt her? So, auf einmal kommen sie alle an hier. Ich wollte eigentlich nur das Fass da einsammeln. Bist du jetzt mal fertig hier? Mann, Mann, Mann. Oh, was mir gerade einfällt. Wir brauchen die Verbände, weil wir haben ED3PO noch hinten stehen lassen. Wir Experten. Der steht noch da, der fliegt jetzt natürlich nicht mit. Ich habe mich gerade gewundert, dass so ruhig ist. Das ist leer, aber hier mitnehmen, mitnehmen. Und ich wundere mich, dass leise ist hier. Und kein Drohnengebrabbel. Aber okay. Dann muss ich den nur einsammeln gehen. Ja, ist ja gut. Wo bist du? Komm hier. Hier. So. Meine Güte, du. Was ist das bitte für ein Haus? Sieht mir aus, als käme da eine Wanderhorde. Was da alles ankommt. Da kommt das alles aus dem Haus. Geht immer noch. Ach, auf die Entfernung, ey. Was ist denn bitte in diesem Haus los? Klar. Natürlich, guck, was da hinten los ist. Da kommt die Wanderhorde. Ich wusste es doch. Einfach mal ein Bein weggeschossen haben. Nein. Tot? Ja. Alter, Alter, was hier los ist. So. Jupp. Er hat jetzt den Sack fallen lassen. Hier oder hinten? Irgendwo war ein Sack fallen gelassen worden. Ich weiß aber nicht mehr wo. Den könnten wir eigentlich gerade mitnehmen hier. So, dankeschön. Der ist da noch dran. Ich glaube, der kommt da nicht mehr raus.
jetzt hier ein Gefängnis oder so? Wo geht's denn hier hin? Sowieso lustig, ne? Voll die Gefängniszellen und dann so Holztüren. Waren die alle hier oben drin oder was? Oh, machen wir mal auf, gucken, was drin ist. Gut zu wissen, ne? Dass solche Kisten hier drin sind. Wahnsinn. Krass. Oh, sage ich nicht nein. Und hier? Kennen wir noch nicht. Spaghetti? Okay. Hier ist nix. So, wer kommt hier? Haben sie aufgekloppt. Hallo, ich will hier raus. Ruhe. Unglaublich. Finger weg. Der war ja blau. Igitt. So, was habe ich jetzt wieder vergessen hier in den Zellen? Ich hoffe nichts. Ja, ein Rucksack. Da haben wir mal so ein verschimmeltes Sandwich. Können wir vielleicht irgendwann nochmal Antibiotika machen hier? Da ist nochmal so ein Fass. Ja, gut. Ja, gut. So, her damit, her damit. Her damit. Hier ist aber gut was los, du, ne? Mensch, guck mich nicht so an. Da, wieder ein Rucksack. Super. Der einarmige Willi steht auch wieder auf. Hier ist voll viel Loot drin, muss ich ja mal sagen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Dann noch Safes hier. Kennen wir auch noch nicht. Nachtpirsche. Klingenwaffen verursachen 10% mehr Schaden. Okay. Soll mir recht sein, wenn es nicht nur nachts ist. Was? Voll der Pool hier. Voll der Pool. Wir könnten mal hier wieder einen nehmen. Oh, wir haben ein Bein verstaucht, sehe ich gerade. Da waren wir jetzt überall drin. Das heißt, wir müssten hier hinten hin. So. Hopp, die Pille. Sonst noch irgendwo Fässer hier. Ich sehe gerade keine. Doch, da ist noch eins. Dankeschön. Wie viel haben wir denn jetzt? Insgesamt 168. Okay. Gucken wir mal, wie viel da rauskommt. Tut mir leid. Willi das Schwein. Zack. Sehr schön. Was trinken brauchen wir? Echt jetzt? Haben wir hier irgendwo was zu trinken? Sieht nicht so aus. Nur unsere 5 Gläser hier. Dann gib mal. So. Da ist Brass drin. Türe auf. Nix hier. Wusste ich's doch. Ein Helmlichtmod, Vulkan 50, BMG kennen wir schon. Du gehst weg. Das hört sich wieder nach dem Kopf an. Oder nach dem Tourist. So. Bitte hier lang. Was hier drin? Ja, braucht kein Mensch. Ey, wir sind gleich voll. Krass, was hier alles in den Häusern ist. Kleine unscheinbare Gebäude, ne? Aber das ist meistens der beste Loot drin. Wie man sieht. Echt krass. So. Gib her. Dankeschön. Das ist das Schöne, wenn das nur so Papphäuser sind. Was fehlt jetzt noch? Undertakers. Ja, hier die paar Gebäude. Ja. Ich würde sagen, da machen wir dann weiter. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.